kurz nach meinem Auftritt. Wirklich gut. Alle immer. Also es geht ja immer darum, auch so Musik zu spüren, ne? Und das, dafür ist sowas sehr gut, auf jeden Fall. Hat es auch für dich selbst heute gut geklappt? Ja. Ich habe keine technischen Probleme. Außer, dass ich meine Setliste zu Hause vergessen habe. Das ist natürlich so ein Ding, ne? Aber dafür hat es sehr gut geklappt. Und ich habe noch sehr gut im Kopf gehabt, was wo liegt und so. Und das. Steht denn sonst auf deiner Setliste drauf, wo, welchen das, Knopf du drücken musst? Nee, oder? Das steht. Nee, aber es ist halt so, wenn du Songs abspeicherst in diesem Gerät, dann kannst du die halt benennen. Wenn du allerdings faul bist, so wie ich, dann heißen die halt einfach Song 1, 2, 3, 4, 5 und so, ne? Ja. Und dann sagst du halt, okay, ich möchte den Song gern dann da spielen, aber du weißt halt nicht mehr genau, war das jetzt Song 13 oder Song 5, ne? Ja. Ja. Aber das habe ich mir erstaunlich gut gemerkt noch. Sind das jetzt alle eigene Songs? Ja, das sind alle eigene Songs, ja. Wie viel hast du denn insgesamt eigentlich schon produziert? Insgesamt bin ich, also in meinem Leben meinst du jetzt? Oder, also mit diesem Projekt, Projekt habe ich um die 25 Songs. 25 Songs. Ja, genau. Hab vorher in einer Rockband gespielt, hab noch ein Elektroprojekt, hab ein Popprojekt, ein Avantgarde-Projekt. Also ich habe ganz viele Projekte, das heißt, ich habe Unmengen Songs produziert, ne, so ja. Auf jeden Fall. Also genug Material ist da, um immer wieder was zu spielen.